Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 76. Ich bin ja in der letzten Folge hier in Whitespring Resort gelandet. Und da ich ja hier noch eine Quest offen habe, dachte ich mir, ich gehe jetzt mal hier rein und hol mir mal die ganzen Holobänder, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin. Wow. Was ist denn mit dem passiert? Ist der einfach tot umgefallen? Hallo? Ich war's nicht. Okay, dann geht's mal los. Krass, was ist das denn hier für eine Gegend? Kann man hier auch was einsammeln? Trinkgläser. Ah, da haben wir schon mal eins. Alles im Wandel. Wiedergeben. Schon komisch, woran man sich in solchen Zeiten erinnert. Das Blut. Als ich klein war, kam ich häufig mit meinem Opa hierher. Jeden Morgen saßen wir genau hier, mit ein paar Donuts und der Zeitung. Nur wir beide. Dann änderte sich alles. Die Donuts verschwanden und das Personal und die ganze Welt. Aber diesen Ort, den gibt es immer noch. Joyce hat ihr Bestes gegeben, so wie alle. Hoffentlich schaffen sie es da draußen. Und ich werde hier bleiben, für einen letzten Donut und den Dingen ihren Lauf lassen. Alles hat sich geändert, aber ich könnte mir trotzdem keinen besseren Ort vorstellen. Warum fallen denn die alle um? Ja, ich komme hier überall nicht rein. Oh Gott, ein Aggressetron. Alles sauber. Dieser Sektor ist sicher. Ma'am. Okay. So, dann haben wir hier noch ein Holoband. Wiedergabe. Ein letzter Toast. Ist ja gut. Jetzt beruhigt euch. Die letzten Wochen waren für uns alle ein Schock. Wir hatten gehofft, für immer hierbleiben zu können. Aber wenn man darüber nachdenkt, können wir uns glücklich schätzen. Viele Menschen hat es erheblich schlimmer getroffen. Das Whitespring war im letzten Jahr unser Zuhause. Ein Schutz vor dem Sturm, der draußen vor den Toren tobt. Nun wird es Zeit, dass wir uns diesem Sturm stellen. Doch wir sind bereit. Bereit, wie wir es damals an jenem Tag nicht waren. Wir hatten Zeit, um zu planen, uns vorzubereiten und unsere Vorräte aufzufüllen. Und um Freunde zu finden, mit denen wir den Weg gemeinsam beschreiten werden. Das Whitespring hat uns diese Zeit geschenkt. Machen wir das Beste daraus. Ladies und Gentlemen, ein letzter Toast. Auf das Whitespring! Okay. Oh! Hi! Tut mir leid. Hier ist schon lange kein neuer Film mehr gelaufen. Oh. Okay, ja, na denn. Bei uns ist auch schon lange kein Film mehr gelaufen, wie Corona. Guten Abend, Miss. Guten Abend. Noch ein Aggressotron. Oh Gott. Hi. Alles sauber. Dieser Sektor ist sicher. Gut. Zehn Meter. Sich doch wieder dahin. Durch die Tür wahrscheinlich. Oh. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier keinen Ärger.
Aha. So, White Spring Personalversammlung, 27.12.79. Und Aufnahme läuft. Also, wie sieht es aus? Mir fällt nichts ein. Wirklich, Lou? Im Ernst? Du hast die verdammten Dinger eingerichtet? Sag mir nicht, dass du nicht weißt, wie man sie hackt. Kannst du sie nicht einfach abschalten? Oder sie davon abhalten, sich gegen uns zu richten? Es muss doch einen Weg geben. Paula! Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, Paula. Wir haben alles versucht. Nicht nur ich, jeder Gast, der sich mit Terminals auskennt. Wir wurden ausgesperrt, rausgeworfen und wir können nichts tun. Paula, wie läuft das Training? Friedrichs Kurse sind ein Witz, aber die Gäste helfen uns aus. Die Warrens haben einiges auf ihrer Safari gelernt. Sergeant Thomason kennt sich mit Feuerwaffen aus. Thomason? Ist das nicht der Spinner, der glaubt, dass die Kommunisten sein Zimmer verwanzt haben? Ja, jemand Besseren haben wir nicht. Gott. Wenigstens legen die Leute jetzt Vorräte an. Der rafft euch, was ihr tragen könnt, Einkaufsbummelwein hin. Da hat keiner Nein gesagt. Gibt es sonst noch etwas? Wie geht es Robert? Er hält sich tapfer. Gut. Die Gala ist am Sonntag. Das hier könnte also unsere letzte Personalversammlung sein. Was auch passiert. Wir haben in diesem Jahr alles gegeben. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Danke. Okay. So, jetzt habe ich hier den Terminal des Hoteldirektors. So. Dann probiere ich mal. Ah ja, okay. Bitte melden Sie sich an, um auf Ihr Konto zugreifen. Hoteldirektor James Wilcox, diensthabende Direktionsassistentin Joyce Easton. Okay. Die White Spring Initiative 2080. Pressemitteilung, die Initiative 2000. 27. Mai 2075. Das White Spring freut sich, die White Spring Initiative 2000 ankündigen zu können. Eine umfassende fünfjährige Renovierung des historischen Bergresorts. Das White Spring ist bemüht, für seine herausragende Gastfreundschaft, seine Annehmlichkeiten und seine spektakuläre Naturschönheit, so Hoteldirektor James Wilcox. Die White Spring Initiative 2000 ist ein ehrgeiziger, zukunftsweisender Plan, um das Resort mit neuem Leben zu füllen und ihm für kommende Generationen einen Platz unter den weltweit führenden Urlaubszielen zu sichern. Die White Spring Initiative 2000 umfasst die Homesteads Luxusimmobilien mit allen Annehmlichkeiten eines der größten Resorts der Welt, Spring Hill, der berühmte Golfplatz des White Spring, neu gestaltet für eine neue Ära des Sports, Iron Glad Service, Gastfreundschaft perfektioniert mit modernsten Service- und Sicherheitsrobotern, Business Class, erweiterter Service für Firmenkunden einschließlich Konferenzräumlichkeiten, Veranstaltungsplanung und Werbemöglichkeiten für Unternehmen, Modern Heritage, vollständig renovierte Gästezimmer, Suiten und Cottages, die den Bedürfnissen des modernen Reisenden entsprechen. Das 1858 erbaute White Spring Resort bietet eine große Auswahl an eleganten Geschäften, feinen Restaurants und aufregenden Sportmöglichkeiten für den anspruchsvollen Gast. Personalmitteilung Juli 2077. Ich wollte mich kurz bei allen bedanken, die letzten Samstag an der Sitzung teilgenommen haben. Wie die meisten von Ihnen wissen, war das White Spring seit über einem Jahrzehnt nicht mehr profitabel. Der Vorstand ist nach wie vor der Meinung, dass die Initiative unseren besten Weg in die Zukunft darstellt und hat beschlossen, mit dem derzeitigen Plan fortzufahren. Für die zweite Hälfte dieses Jahres, die Homesteads werden weiterhin in regionalen und nationalen Medien beworben. Der Umbau der Spring Hill wird unter dem leitenden Architekten Ryan Ensley fortgesetzt. Der Platz wird im Herbst für ein Schauturnier geöffnet.
Roboter der Ironclad Service haben die verbliebenen Mitarbeiter in den Bereichen Sicherheit und Gebäudepflege ersetzt. In den nächsten Monaten werden weitere Roboter ihr Dienst aufnehmen und Mitarbeiter im Hotel ersetzen. Alle Mitarbeiter werden an der Schulung ihrer Nachfolger mitwirken. Melden Sie bitte alle weiteren Kundenservice-Vorfälle Ihrem Vorgesetzten. Es sind derzeit mehrere Werbekampagnen zur Business Class in Planung. Weitere Einzelheiten werden wir noch bekannt geben. Die Renovierungsarbeiten für das Modern Heritage sind nach wie vor für Januar 2079 geplant. Im Renovierungszeitraum werden keine Reservierungen angenommen. Personalmitteilung Oktober 2077. Mehrere Updates in diesem Monat. Das Spring Hill Golf Turnier wurde abgesagt. Die Nuka-Cola Corporation sponsert unsere erste Business Class Aktion zur Feier der Einführung von Nuka-Cola Quantum, während Nuka-Cola Kronkorken als gesetzliches Zahlungsmittel im gesamten Hotel akzeptiert. Die Übergangsphase des Ironclad Service endet in diesem Monat. Bis auf wenige Ausnahmen sollten alle Mitarbeiter, die nicht der Geschäftsführung angehören, ihre Kündigungen erhalten haben. Am 15.10. um 19.30 Uhr findet in der Gouverneurs Hall ein Abschiedsessen statt. Im Namen des Management-Teams möchte ich Ihnen für Ihre jahrelange engagierte Mitarbeit im Whitespring meinen Dank aussprechen. Personalmitteilung Dezember 2078. Dies ist eine automatisierte Erinnerung daran, dass die Renovierungsarbeiten für das Modern Heritage planmäßig am 01.01.79 beginnen. Um die Arbeiten zu beschleunigen, bleiben alle Zimmer, Suiten und Cottages im Renovierungszeitraum geschlossen. Okay. Whitespring Intramail. 12.07.77 Antwortsitzung. Was haben Sie erwartet? Es war doch klar, dass Ironclad nicht gut ankommt. Sie hatten es Schritt für Schritt machen sollen, eine Abteilung nach der anderen, Frosch und Kochtopf und so. Und jetzt? Es ist ein PR-Albtraum. Haben Sie den Herald heute Morgen gelesen? Sie haben es auf die Titelseite geschafft. Ein weiteres großes Unternehmen setzt auf Roboter und wirft seine Mitarbeiter auf die Straße. Wir haben Glück, wenn morgen früh keine Streitposten vor dem Eingangstor stehen. Wenigstens haben wir dort jetzt einen Wachbot. 20.07.77 Homesteads. Der Homesteads-Bericht für Q2 enttäuscht mich. Von 100 Grundstücken haben wir gerade mal 5 verkauft und noch kein einziger Wohnungsbau hat begonnen. Homesteads ist der finanzielle Anker der Initiative. Wir haben den Heimgrund des Hotels nicht umsonst verkauft. Wir brauchen diese Einnahmen, um die Darlehen für Springhill, Ironclad und das Modern Heritage zu bedienen und unsere Investoren an Bord zu behalten. Wenn die Wind davon bekommen, wird alles zusammenbrechen. Antwort vom 14.08.77 Business Class Umsatz. Nicht zu machen, General Atomics und Robco sind beide ausgestiegen, als sie erfahren haben, dass wir uns für Ironclad nicht auf einen einzelnen Partner beschränken wollen. Wir mussten das Starlight Holiday Moves spektakulär streichen, weil sie wollten, dass wir alle VIPs auf ihrer Liste umsonst unterbringen. Selbst Hubris hat storniert. Nuka-Cola ist immer noch für Oktober geplant. Soll das wirklich so bleiben? Ich weiß, dass sie dem Vorstand etwas präsentieren müssen, aber die Sache ist doch verrückt. Kronkorken? Im Ernst? Ihr Marketingbudget wird niemals die Kosten decken. Was bringt uns eine solche Partnerschaft, wenn sie uns ausblutet? Antwort: Ryan vom 28.09.77. Natürlich sprengt er das Budget. Natürlich hängt er hinterher. Ich besitze 2 Dutzend Golfplätze, James, und ich habe noch keine Neugestaltung gesehen, bei der das nicht so war. Das ist Ryans erstes Projekt. Er braucht vielleicht noch 1 oder 2 Monate, aber er ist ein kluger junger Mann. Er wird es schaffen. Die 9 Jahre College waren nicht umsonst. Halte ich erstmal zurück. Ich muss diese Zankerei von beiden Seiten ertragen. Es ist viel einfacher für mich, dich zu feuern, als meinen Sohn. Wow. Antwort Ironclad Status vom 15.10.77. Hey Chef. Ja, ich bin mit meiner Arbeit noch in Rückstand. Die Spa-Roboter sind am aufwendigsten. Hatte niemand ihre Daten überprüft? Acrescentrons haben keine feinen Drucksensoren. Sie können nicht massieren. Kein Wunder, dass es so viele Wirbelsäulenverletzungen gab. Die Hotelpagen haben diese Woche 2 Dutzend Koffer verloren. Antoine hat wieder seine Küche angezündet. Und Nips hat den Süßwarennaan mit dunkler Schokolade übergossen. Könntest du vielleicht mit Joyce eine Verlängerung vereinbaren, bis ich ihn wieder hinbekommen habe? Wow, also ich würde mal sagen, hier läuft einiges schief. Benutzeraufzeichnungen.
keine Aufzeichnungen gefunden. Okay. So. Ja, hier ist ein Safe. Der erfordert Skill 3. Ich habe aber leider nur 2. Wobei, ich habe doch einen Stufenaufstieg gehabt. Tada. Mal gucken. Im Besitz maximaler Rang. Im Besitz maximaler Rang. Oh nein, ich habe noch keinen neuen gekriegt, oder? Nein. Scheiße. Frontschwein. Ja, dann nehme ich das noch mal hier. Ja, wenn ich jetzt daraus 2 mache, dann habe ich ein Problem, oder? Ich weiß nicht. Moment, ich muss es ausprobieren. Ah, nee, geht. Okay, super. So, jetzt kann ich das Schloss aber immer noch nicht knacken. Egal. So, jetzt muss ich wohin? Nach oben. Ich habe 3 von 7 Holobänder. Okay. Nee, zum Ausgang will ich aber nicht. Aha, aber ich muss trotzdem nach oben. Und dahin? Sehe ich das richtig? Ja, so ähnlich. Nee, mit dem Butler will ich nicht interagieren. Ich stehe zu Diensten, Ma'am. Alles klar, Ma'am. Hey, hi. Hi, Tanin. Kann ich Sie für Wein, Bier und oder Spirituos? Kann ich Sie für Ach so. Wein, Bier und ich habe immer das falsch gedrückt, Entschuldigung. Spirituosen begeistern. Gäste können bei Bedarf gerne von ihren Problemen erzählen. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Leuchtendes Harz läuft bald ab. Okay. Morbusrattenhappen. Irgendwas war doch am Ablaufen, oder? Red Hirschfleisch, ja, das hier zum Beispiel. Weine erhalten Sie im Glas, in der Flasche und in der Kiste. Intelligenz, Stärke, ach komm, weg damit. Zucker. Es ist stets ein Vergnügen, einen Gast zu sehen. Komm, mach ich auch mal weg. Aufgrund des Risikos explodierender Glaswaren sind keine Mixgetränke so, mehr ist jetzt hier noch. Ah, hier ist auch noch ein Holoband, alles klar. Bridge Club Aufnahme wiedergeben. Und hab damit jetzt 4 von 7, sehr schön. Tannen, noch ein Scotch. Ma'am, was ist mit dir, Liz? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Oh, Bill wäre für Charleston. Wir sind mit dem Governor bekannt. Sicher würde er die nötigen Vorkehrungen für uns treffen. Evans? Diese falsche Schlange? Käuflich war er schon immer. Nicht die schlimmste Eigenschaft, wenn man der Käufer ist. Kannst du es dir vorstellen, angekrochen zu kommen wie eine Gruppe von Bettlern und Charleston? Der Ort war stets ein Slum. Aber jetzt? Mit all den Flüchtlingen, die einfallen wie die Fliegen. Igitt! Nein, mit den Ressorts können wir nichts falsch machen. Wenn das Whitespring uns nicht haben will, sollten wir es in Pleasant Valley versuchen. Ansonsten im Sunny Top. Sunny Top? Im Ernst? Ich will dort schließlich nicht zum Skifahren hin. Oder wegen der Leute. Aber lieber bleibe ich in einer schäbigen Lodge als mich. Dem auszusetzen, was auch immer im Tal abgeht. Ma'am. Schreib es einfach an.
bringen wir die Runde zu Ende. Einen Dollar pro Punkt. Oh, guck mal, Leute, der hat ja hier richtig schöne Sachen. Aber auch ganz schön teuer. Oh, Resortlampen. Resort-Sofas, okay. Wow. Bauplan, schickes Bett. Nehme ich. Oh, ein Stockbett. Okay. Wall-Tech-Bett. Nehme ich. Vergoldete Wanduhr. Gartenbank, okay. Elegantes Lampenset. Komm, nehme ich auch mal mit. Oh nein, wartet mal. Habe ich jetzt irgendwas aus Versehen doppelt gekauft? Dieses Bett zum Beispiel. Nee. Okay. So, nochmal. Handeln. Antike Lampen. Steinbrunnen. Achso, das kenne ich schon. Ja, sehr gut. Okay, ich lasse es. Nehmen Sie ein Bild unserer unberührten Berglandschaft mit nach Hause. Employees only. Schön langsam Fantasien, schön langsam. Ah, nein, falsche Richtung. Okay. Leere Farbdose. Leere Farbdose. Oh, hier sind die ganzen Roboter drin, oder? Ups, schnell wieder raus hier. Ah, hier muss ich, glaube ich, rein. Was liegt denn da? Zuckerbuttonbissen? Nee, das ist für mich viel zu viel Zucker. So, okay. Jetzt haben wir hier Joyce Nachricht. Wiedergabe. Dave? Dave, mein Schatz. Hier spricht Joyce. Ich weiß nicht, ob du dies jemals erhältst. Aber ich wollte sicher gehen, dass du etwas findest, falls du kommst. Falls du es geschafft hast. Gott, wo soll ich anfangen? Es ist etwa 2:30 in der Früh. Neujahr 2079. Seit den Bomben war ich das ganze Jahr über hier. Ich, ein paar Leute vom Personal und etwa 100 Gäste. Und die Roboter. Wer hätte gedacht, dass ich für die Roboter einmal dankbar sein würde? Wir sind klargekommen. Ich wurde sogar zum Manager ernannt. Kannst du das glauben? Aber wir müssen hier weg. Paula und ich brechen in der Dämmerung nach Charleston auf. Ich habe dich und die Mädchen so vermisst. Ich vermisse euch so sehr. Kümmere dich für mich um sie, in Ordnung? Ich liebe euch. Bis in alle Ewigkeit. Okay, dann habe ich hier Candy Shop Büroterminal. Die Whitespring Initiative 2080. Presse mit. Ich guck mal kurz, ob wir das schon kennen. Ja, das kennen wir schon. Was haben wir hier? Benutzeraufzeichnungen. Okay,
Benutzeraufzeichnung 12.07.77. Wir alle wussten es. Das macht es so schwer. Wir alle wussten, was der Ironclad Service war. Sie werden uns ersetzen, genau wie bei all den anderen großen Unternehmen. Roboter rein, die kleinen Leute raus. Was sollen wir machen? Einer Gewerkschaft beitreten? Wir haben alle gesehen, dass in den Minen passiert ist und keiner will Streikposten aufstellen. Wir leben es hier. Wir wollen dem Geschäft auf keinen Fall noch mehr schaden. Die Mädchen und ich besuchen ein Konzert unten in Lewisburg. Oder Lewisburg. Könnte unser letztes Zusammensein sein. Ab morgen müssen wir uns alle nach einer neuen Arbeit umsehen. 14.10.77. 3 Monate und kein einziges Interview. Ich wusste, dass die Lage schlecht ist, aber so schlecht? Amy hat einen Onkel in Monogar, der ihr einen Job in der Fabrik verschafft hat. Carrie zieht wieder bei ihren Eltern ein. Der Rest von uns sucht immer noch. Es gibt einfach nichts mehr für Leute wie uns. Ich weiß, dass es hier keine Zukunft gibt. Deshalb haben wir darauf geachtet, dass die Mädchen etwas Ordentliches lernen und aufs College gehen. Aber die Studiengebühren werden fällig und da Dave und ich arbeitslos sind, können wir nicht viel tun. Höchstens eine weitere Hypothek aufnehmen. Das könnte uns wenigstens über die Weihnachtstage bringen. Das ist echt traurig. 15.10.77. Ich war noch nie so glücklich, den Laden mit dunkler Schokolade überzogen zu sehen. Nips hatte über Nacht eine Art Fehlfunktion. Er war gerade dabei, den Regalen eine Schokoglasur zu verpassen, als Sharon hereinkam. Lou arbeitet an ihm, aber er sagte, es würde eine Weile dauern, was auch immer es ist. Bis dahin brauchen wir jemanden, der den Laden schmeißt, also darf ich 2 Wochen länger bleiben. Das ist zwar nicht viel, aber immer noch besser als nichts. Ich gehe trotzdem heute Abend zum Abschiedsessen. Ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich alle zu Gesicht bekomme. 18.10.77. Es ist so still. Alle sind fort. Abgesehen von der Geschäftsführung sind nur ich, Paula, Eric, Lou und die Mädchen aus dem Spa noch hier. Und natürlich Robert. Er wird nicht mehr bezahlt, aber er kommt trotzdem. Er ist hier schon länger der Portier, als die Leute sich erinnern können. Seit 60 Jahren vielleicht oder 70. Er kennt nichts anderes. Nicht mal Wilcox hatte es übers Herz gebracht, ihn wegzuschicken. Wir haben alle das gleiche gefühlt. Hier war unser Zuhause. Es ist nur einfach nicht dasselbe ohne die anderen. Es ist so leer. 23.10.77. Oh Gott, was sollen wir nur machen? Ich arbeite an der Theke, als die Nachricht kam. Wir alle drängen uns im Salon um das Radio. Krieg, Atombomben, New York, Boston, dann Rauschen. Viele sind einfach weggerannt. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Wenn Dave hier wäre, würde ich auch versuchen, nach Hause zu kommen. Aber er ist bei den Mädchen. Dieses Wochenende war Homecoming. Wenigstens sind sie zusammen. Vielleicht sehe ich sie nie wieder. Wir müssen uns um die Gäste kümmern. Ich kann Wilcox nirgends finden. Niemand scheint zu wissen, wer das Sagen hat. Ich habe für heute Nachmittag eine Personalversammlung einberufen. Wir werden uns was einfallen lassen. 23.10.77. Selbe Datum. Es sind nur noch Robert, Lou, Paula und ich da. 4 Mitarbeiter, 92 Gäste und 500 Roboter. Von der Führungsmannschaft ist niemand mehr übrig. Die Roboter waren nie dazu bestimmt, das Management zu übernehmen. Jemand muss die Sache in die Hand nehmen. Sie haben mich ausgewählt. Ich weiß nichts über das Führen von Menschen. Über das Verkaufen von Süßigkeiten bin ich nie hinausgekommen. 25.10.77. Ich bin im Hauptbüro umgezogen, aber ich komme immer noch hin und wieder hierher zurück, wenn ich etwas Freiraum brauche. Es ist Weihnachten. Ich frage mich, wie es Dave ergangen ist und ob es ihm und den Mädchen gut geht. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke. Ich hoffe, sie sind irgendwo in Sicherheit. Im Moment muss ich mich auf die Menschen konzentrieren, denen ich helfen kann. Das White Spring ist meine Heimat, meine Familie, jetzt mehr denn je. Und ich werde ihnen nicht von der Seite weichen. Oh je. Alles irgendwie total traurig. So, meine Lieben. Ups. Ich stecke fest. So. Gut, also. Ich habe gesehen vorhin, dass die anderen Holobänder anscheinend hier draußen sind. Ja, dann werde ich wohl rausgehen müssen. Ne, wahr? Das White Spring steht unter unserem Schutz. Ja, mag ja alles sein, mein Guter, mag ja alles sein. Ja, ich
werde dann jetzt mal rausgehen und dann die Folge beenden, meine Lieben, denn es ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen. Hat für uns oberste Priorität. Wo kann ich denn hier raus? Ah, okay, einfach hier. Alles klar. So, ich danke euch fürs Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes und auch für das ein oder andere Abo. Und ja, seid ganz, ganz lieb von mir gegrüßt und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.